Die bayerische WM-Analyse aus dem Giesingerbräu. Präsentiert von abendzeitung.de und diemannschaft.blog. Beim FC Bayern an der Säbener Straße hat Niko Kovac übernommen. Muss er jetzt zuallererst Mentalcoach sein für die geschlagenen Jungs, die von der Nationalmannschaft zurückkehren? Ich glaube nicht. Die Jungs machen ihren Urlaub und werden den Kopf freikriegen. Im Gegenzug hat er die Spieler wieder früher da. Ja, es ist unheimlich schwer vor 4 Jahren. Ich habe selber mit Schalke mitgemacht. Wenn du viele Spieler bei der WM dabei hattest, die auch sehr weit kommen, ja, dann hast du keine Vorbereitung. Das ist genauso schwierig wie jetzt das Mentale. Aber ich glaube, Niko Kovac bekommt es hin. Ist auch für die Spieler ein neuer Trainer. Will sich auch wieder jeder zeigen und beweisen. Und die Jungs haben so viel Erfahrung und Qualität, dass sie das im Griff kriegen. Aber weniger Erfahrung hat ja zum Beispiel ein Joshua Kimmich. Er hat ja auch noch geweint, während das Südkorea-Spiel lief auf dem Platz. So ein Bursche mit seinen 23, der steckt das einfach weg? Oder auf wen kommt es jetzt drauf an? Oder muss er das wegstecken können, selbst in seinem Alter? Ja, ich glaube, wenn du bei Bayern München spielst, musst du das wegstecken können. Ja, sicherlich muss man auch da Gespräche führen und auf ihn eingehen. Aber er hat ja auch die Zukunft noch vor sich. 23 Jahre, hat eine Riesensaison gespielt, war jetzt bei der WM nicht so stark. Aber wenn du bei Bayern bist und du willst irgendwelche Ziele erreichen, Champions League ist ja zu gewinnen immer das Ziel, und dann musst du auch mit solchen Niederlagen umgehen. Der Michi will schon einhaken zu Joe Kimmich. Nein, absolut. Es geht jetzt nicht primär nur um Kimmich, aber es ist auch natürlich dieses Jahr eine Situation gewesen, dass gewisse Führungsspieler auch gefehlt haben. Ja, wenn ich sehe, 2014 hattest du ja mit Lahm, mit Schweinsteiger schon mal zwei Personen, die auch dieses Zwischenmenschliche ausgestrahlt haben. Und in dem Jahr hattest du natürlich auch Leaderfiguren, die aber über die ganze Vorbereitung auf die WM persönliche Probleme hatten. Ja, Neuer lange, lange verletzt. Dann Hummels, Boateng immer wieder angeschlagen. Und das sind ja auch Leader für die deutsche Nationalmannschaft. Und dass sich dann jüngere Spieler, die jetzt das erste Mal bei so einem großen Ereignis auch im Blickpunkt stehen, in der Pflicht waren, auch Leistung abzurufen, dass die dann kleinere Probleme haben. Aber in der Leistungsgesellschaft Fußball wird erwartet, dass du funktionierst. Und ja, wenn du Gefühle zeigst, ist es auch akzeptabel, aber du musst dich durchsetzen. Es ist unter Druck. Ja, ist es einfach so in der heutigen Zeit.